Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Luki, deutscher MyProtein Ambassador auf dem MyProtein YouTube Kanal. Ihr kennt es ja, ich habe die letzten Videos euch bestimmte Übungen für bestimmte Muskelgruppen vorgestellt. Ich bin hier in Sportklamotten, ich komme gerade vom Gym und das heutige Thema ist die Schulter, welche Übungen ich da bevorzuge und warum. Und ja, viel Spaß, wir starten direkt mit der ersten Übung. So, die erste Übung, eine sehr wichtige Übung, was das Schultertraining betrifft. Weil man muss wissen, die Schulter ist ein sehr komplexer Muskel, ein sehr komplexes Gebilde. Die Schulter ist auch sehr verletzungsanfällig, deswegen ist da das Warm-up extrem wichtig, gerade auch die Rotatorenmanschette. Und das seht ihr jetzt hier, wie ich meine Rotatoren aufwärme. Ich mache das bevorzugt mit einem Gummiband, die habe ich bei MyProtein, da nehme ich das rote, weil das vom Widerstand her passend ist für die Übung. Mach einmal die Außenrotation, die Innenrotation und rotiere dann auch noch in der waagerechten nach hinten. Seht ihr jetzt hier, da mache ich so 20 bis 30 Wiederholungen. Da kommt es wirklich nicht auf viel Widerstand an. Wichtig ist dabei, dass ihr es einfach macht, ja, vor jedem Schultertraining. So, habt ihr das gemacht, dann seid ihr quasi ready für die erste richtige Übung mit Gewichten. Da starten wir mit dem Überkopfdrücken. In dem Fall mache ich das mit den Kurzhanteln. Ihr seht hier, dass ich das im Stehen mache. Grund ist, dass ich die im Stehen noch athletischer finde. Heißt, die Core Stability, also auf Deutsch die Bauchspannung, heißt allgemeine Körperspannung, ist hier einfach noch mehr gefragt. Ihr könnt das gerne auch im Sitzen machen, mit einer Lehne. Da könnt ihr dann den Fokus aufs Gewicht legen, aufs Trainingsgewicht, weil man da meistens noch mehr Gewicht bewegen kann. Generell aber seitlich vom Kopf nach oben drücken und nutzt hier auch die volle Range of Motion, heißt mindestens 90 Grad wieder nach unten. Hier mache ich meistens so 3 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen, also der Standardbereich. Dann geht's weiter mit Seitheben. Seitheben beansprucht bevorzugt den seitlichen Schulterkopf. Man muss wissen, die Schulter hat 3 Köpfe. Das ist der vordere Schulterkopf, der seitliche Schulterkopf und der hintere Schulterkopf. Mit der ersten Übung, dem Kurzhanteldrücken, haben wir primär den vorderen Schulterkopf und auch den seitlichen Schulterkopf. Mit Seitheben fokussieren wir jetzt nochmal explizit den seitlichen Schulterkopf. Das gibt so diese runde Schulterform, die eigentlich jeder haben will, das so diesen V-Look dann auch gibt, breiter Schulterstand. Dementsprechend auch eine sehr gute Übung, die ich auch in jedem Training mache. Schaut hier, dass der Fokus auf den Ellenbogen liegt, dass er die nach oben zieht, ja. Heißt, der Ellenbogen ist der Fokus, den zieht ihr nach oben und seitlich ist quasi die Verlängerung des Gewichts. Und da reicht es, wenn ihr so in die Waagerechte geht, heißt auch hier 90 Grad, was Körper und Arm dann betrifft. Beim Seitheben gehe ich meist so in einen etwas höheren Wiederholungsbereich, da mache ich so 12 bis 15 Wiederholungen, 2 bis 3 Sätze. So, der hintere Schulterkopf, auch sehr, sehr wichtig. Hier mache ich bevorzugt Butterfly Reverse, da treffe ich die hintere Schulter ganz gut. Bei der Übung ist wirklich wichtig, nehmt nicht zu viel Gewicht, schaut, dass ihr euch wirklich auf diesen Muskel fokussiert und den auch irgendwie trefft. Problem ist, man sieht nicht dazu, also man hat keinen Blick dafür, man muss da wirklich nach Gefühl gehen. Schaut, dass ihr da die Ellenbogen schön nach oben zieht und geht wirklich nach Muskelgefühl, also versucht, den hinteren Kopf der Schulter zu treffen mit der Übung. Was auch hilft, ist, wenn zum Beispiel ein Trainingspartner hinten mal drauf drückt auf die hintere Schulter, dass man da so einen Punkt hat, auf den man sich fixieren kann, dass man sie vielleicht besser trifft. Butterfly Reverse mache ich auch 12 bis 15 Wiederholungen, 2 bis maximal 3 Sätze. Was auch noch eine sehr, sehr gute Übung ist für die Schulter, sind die Face Pulls. Ist jetzt keine klassische reine Muskelaufbauübung, weil ihr bei Face Pulls meist gar nicht so viel Gewicht nehmen könnt, weil ihr euch irgendwie dagegen lehnen müsst gegen das Gewicht. Es ist generell eine Übung, die für eine gesunde Schulter dient. Ja, es unterstützt eine gesunde Schulter. Hier könnt ihr euch vorstellen, dass ihr so eine Doppelbizeps-Pose macht. Wenn ihr das Kabel nach hinten zieht, hier seht ihr das, so eine Doppelbizeps und damit dann die hintere Schulter trefft. Ich lehne mich immer so ein bisschen dagegen, wie gesagt, und nehme auch gar nicht so viel Gewicht, gehe da auch eher in den höheren Wiederholungsbereich, 12 bis 15 Wiederholungen. Und ja, somit gewährleistet ihr eben, wie gesagt, eine gesunde Schulter und es trainiert auch natürlich nochmal primär die hintere Schulter, den hinteren Schulterkopf. Ja, diese Übungen sind so die Übungen, die ich fokussiere.
Natürlich kann man das über Kopfdrücken auch mit der Langhantel machen. Ich mache es bevorzugt mit der Kurzhantel. Da gibt es dann, wie gesagt, Variationen, sitzend, stehend. Man kann das Seitheben natürlich auch am Kabelturm machen. Ich mache es ganz gern mit der Kurzhantel, weil ich da einen freieren Bewegungsradius habe. Man kann natürlich Übungen immer variieren, wie gesagt, aber probiert es für euch selber aus. Geht nach Muskelgefühl, schaut, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an, gerade auch, wie angesprochen, in der hinteren Schulter. Und dann steht einer Kugelschulter nichts mehr im Weg, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen, gebt einen Daumen nach oben, schreibt auch gerne in die Kommentare, was so eure Top 3 Schulterübungen sind und abonniert den Kanal, denn es folgen weitere Videos von mir und von den anderen Athleten. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr könnt da was davon umsetzen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Luki. Ciao.